Guten Morgen! Rechts abbiegen auf Wharf Rot B21. Wir sind wieder frisch geduscht, endlich. Und ja, freue mich jetzt auf das, was Tasmanien die nächsten Tage und heute so zu bieten hat. Denn ich glaube, nach 400 Metern links abbiegen. Ich glaube, dass es jetzt wirklich ziemlich wild wird. Man merkt schon so über Google Maps, wenn man so nach Cafés und Supermärkten und so, es wird weniger. Es wird alles viel weniger. Und ja, ich bin sehr gespannt. The road ahead, twists and turns, and the sun beats down and it burns. But I keep on pushing through. And every step quicker than the last. My feet tread down this beaten path, and I keep on pushing through. 'Cause I get up, and I may fall right back down, but your love lifts me back to solid ground. Yeah, I get up. Flag and call it quits. So I keep, oh, I keep on pushing through. Oh, with every step my heart it pounds. Yes, I'm sure I've had my doubts, but I must keep pushing through. Yeah, I get up. Freunde, wir verlassen die Zivilisation. Naja, die haben wir eigentlich schon ganz lange verlassen, heute Morgen. Wir sind eigentlich die ganze Zeit auf diesem Tarquin Drive jetzt gewesen. Und jetzt verlassen wir den für die nächsten anderthalb Stunden, zwei Stunden. No Mobile Phone Service. Und jetzt kommt der wilde Teil, glaube ich, Tasmaniens. Ich glaube, wie viel ist das? Ein Drittel? Nee, zwei Drittel des Landes im Nationalpark oder irgendwie sowas. Und der meiste, der Großteil des Nationalparks oder der Großteil des Westens Tasmaniens ist Nationalpark. Und da fahren wir jetzt durch. It's as simple as it seems, the twinkle in your eyes, the way that time slows down when you kiss me, as we fall asleep in a bed of butterflies. Just close your eyes and then you'll see it. You don't ever have to look too far. You don't have to cover up your scars. Your
perfect, darling, just the way you are. So before you think to rip yourself apart, open up my heart and you'll find love, 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 mm-hmm. Love, love, love. Open up my heart and you'll find love. It will never grow old, even when we grow up. It's up to us to stop and smell each rose. They're the colors that we show. Feeling that we trust, and it's the brush that we both carry. You don't ever have to look too far. So, Freunde. Prost. Das war heute ziemlich anstrengende Tour. Fahrerei. Ah, oh, Bier ist eiskalt. So muss das. Wir sind hier gerade in Corinna, an der Ostküste. Mitten im Regenwald, an einem richtig großen Fluss, Arthur's River, glaube ich, heißt der. Ein richtig cooler Campingplatz. Also mehr für Zelten gedacht. Also unser Auto, unser Camper ist ein bisschen zu groß tatsächlich hier. Aber sehr, sehr geil. Schaut mal, hier ist der Fluss, hier ist unser Camper. Und hier mache ich gleich ein Feuerchen und dann koche ich uns was Leckeres. Super geil. Wir haben heute nämlich keinen Mittag gegessen. Und auch nicht wirklich gefrühstückt. Also entsprechend wird es ein bisschen größeres Abendessen. Oh, nach dem Bier aber erst. Langer Tag. Open up my heart and you'll find you don't ever have to look too far. You don't have to cover up your scars. You're perfect, darling, just the way you are. So before you think to rip yourself apart, open up my heart and you'll find love. Love, 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 mm-hmm. Love, love, love. Open up my heart and you'll find Guten Morgen, was für ein Morgen, oder? Line war ein bisschen kajaken. Ich habe ein paar richtig geile Bilder heute Morgen geshootet. Also richtig geiler Campingplatz hier. So langsam kommt die Sonne hier auch durch und wir machen uns auf den Weg Richtung Cradle Mountain. Das ist so quasi der Hotspot Tasmaniens, der sehr bekannte Berg, der Wächter Tasmaniens. Und ja, in die Richtung fahren wir heute. Es ist Samstag, wir haben also noch 1, 2, 3, 4 Tage mit dem Camper hier in Tasmanien, 5 Tage in Tasmanien und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was uns dort jetzt erwartet. Wir werden 2 Nächte dort sein, freue mich sehr, aber das war schon mal eine sehr geile Einstimmung für den Teil Tasmaniens, für den Westen. Viel wilder, viel schon sehr, sehr abgelegen und ja. Ich würde sagen, let's go. Achso, für alle, die sich fragen, wo wir gerade sind, weil ich glaube, ich habe es gestern nämlich nicht erwähnt, wir sind in Corinna. Corinna auf der Campsite, das ist so eine alte Minenstadt hier am Fluss und extrem cool. Man kann sich die Kajaks ausleihen. Ja, und Lagerfeuer kann man auch machen. Auch sehr cool. Hat mir sehr, sehr gut gefallen.
travel far, now retreating. I've longed for this place, longed for this place for so long. Now I lay me down, I lay me down and be long. In that breathing the air fresh from the blessed Midwest, I am held by the forest where I go for rest, and washed by the waters of Lake Michigan. And wherever I go, I will return again to my da, ihr Lieben. Wir haben jetzt gerade noch was gekocht und gegessen und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Das ist jetzt kurz nach zwei, halb drei ist es jetzt und wir nehmen jetzt einen Bus rein in den Nationalpark und schauen, ob vielleicht ein bisschen was wandern gehen. Lange werden wir keine Zeit haben, weil der letzte Bus irgendwie um 17:30 glaube ich zurückfährt. Man kann da mit dem Camper nicht reinfahren, nur mit einem normalen Auto, falls man das bedenken möchte bei der Wahl des Fahrzeugs. Und morgen gehen wir eigentlich, weil das Wetter nicht so gut sein soll, Canyoning. Aber mal schauen, das ist noch recht flexibel und auch noch nicht 100% sicher. Ja. Also nicht Schlange, sondern Schlange an Menschen. Und wir dachten uns, statt da jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde zu warten, laufen wir einfach ein Stück zurück. Und wir laufen jetzt Richtung, ich glaube, Ronnie Creek heißt das. Und es ist ziemlich cool. Also seht ihr das hier so? Meadows, so irgendwie so alte Wiesenlandschaften, fast moorähnlich ist das hier. Und ja, dauert wohl eine Stunde die Wanderung. Mal gucken, wie schnell wir sind. Und mal gucken, ob wir es dann auch rechtzeitig schaffen. Der letzte Bus fährt ja um 5, aber das sollten wir hinkriegen. The road ahead, it twists and turns, and the sun beats down and it burns. But I keep on pushing through. And every step quicker than the last, my feet tread down this beaten path, and I keep on pushing through. 'Cause I get up and I may fall right back down, but your love lifts me back to solid ground. Geilo. Wilde Wombats haben wir auch noch gesehen. Richtig cool. Die laufen hier einfach rum. Manchmal sieht man sie auch hier, also sehr, sehr schwer zu sehen. Aber man sieht sie, wie sie hier einfach so rumliegen. Sehr geil. Ja, da vorne ist auch noch eins. Sebastian in seinem Element. Voll. Da vorne, hier, sind nämlich drei Wombats. Die sieht man, glaube ich, gar nicht. Die Wombats haben uns ein bisschen aufgehalten und es ist 5:02. Hoffen wir mal, dass noch ein Bus fährt. So, Freunde. Essen war lecker. Bin ich auch ganz froh. Ich bin auch richtig fix und fertig. Ich wollte jetzt eigentlich noch Bilder bearbeiten. Aber das kriege ich nicht mehr hin. Das mache ich morgen. Ich gehe jetzt ins Bett
Oder wir gehen jetzt ins Bett. Es ist gerade mal 8:30. Super früh, aber so ist das manchmal beim Campen. Morgen relativ frühes Aufstehen, denn morgen geht's zum Canyoning. Wir waren vorhin schon mal dort, haben mit den Leuten gesprochen. Sehr cool, 8.20 Uhr geht's, glaube ich, los. Also, ja, und dann sind wir irgendwie bis um 3 Uhr unterwegs. Bin sehr, sehr gespannt, was wir in diesen 6 Stunden erleben werden. Angeblich sind wir so 3-4 Stunden im Canyon selbst drin und ist eines der besten Canyoning-Gegenden hier oder eines der besten Canyons fürs Canyoning in Tasmanien. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Viele Wasserfälle, viele Sprünge und so weiter. Sehen wir dann gleich. Ich gehe jetzt ins Bett. Gute Nacht.